Hi, hier ist Frances Herdes von der Young Living Farm in Mona, Utah. Und ich nehme dich jetzt mit auf eine Tour durch die Destillerie. Die Sonne ist hier ganz schön heiß, deshalb habe ich diese coole Cappy auf. Also, hier wird einiges erklärt. Und hier ist schon ein duftender Pflanzenhaufen, der hier destilliert wird. Das kommt alles in so einen großen Kessel. Und dann kommt da der Wasserdampf durch. Also da wird das noch eine Weile gelagert, bevor das tatsächlich dann genommen wird. Ich hoffe, du kannst mich noch gut hören. Hier wird nämlich einiges erklärt, wie das Ganze hier so abläuft. Du kannst es gar nicht so richtig sehen. Naja, das spiegelt sich. Aber ich zeig dir jetzt, hier sind die Destillationskessel. Und in diese riesigen Kessel kommt das Pflanzenmaterial rein, was da schon bereit liegt. Und dann wird der ganze Kessel zugemacht. Also hier ist richtig so ein Deckel dran, das ist auch sehr, sehr heiß. Und den kann man aufmachen, dann kommen die Pflanzen rein. Und dann kommt von unten der Wasserdampf da durch. Und der geht durch diese Rohre nach oben hin, wie du hier siehst. Geh mal ein Stück weiter hier. So. Hier sind verschiedene Destillationskessel. Und dann geht das hier oben rein durch dieses Schlauchsystem und dann geht es nach unten. Das zeige ich dir auch gleich, wo das nach unten geht. Wow, ist das laut hier. Hier sind noch weitere Destillationskessel und die sind natürlich sehr, sehr heiß. Und hier vorne ist sogar einer mal auf. Da können wir mal gucken. Also, hier siehst du der riesige Kessel, da kommt das Ganze rein. Und wir gehen jetzt mal runter da. Also du siehst hier, hier gehen die Schläuche runter und da geht es dann weiter runter und da gehen wir jetzt hin. So, die Treppe hier. So, hier siehst du schon, hier geht es runter in den Keller. Hier kannst du da mal so reingucken. So. Und also, hier siehst du das Ganze mal. Da kommt das von oben. Hier fließt es durch. Und hier ist dann das ätherische Öl. Das setzt sich hier vom Wasser ab. Und darunter ist das Blütenwasser. Also, ziemlich cool und das duftet auch ziemlich, obwohl die Behälter geschlossen sind. Aber trotzdem duftet das hier so richtig schön. Also hier sind so die riesigen Kessel, die so in die Erde gehen. Und hier sind noch weitere ätherische Öle. Hier zum Beispiel ganz blaues. Hier siehst du auch, wie das hier hochgeht. Also das sieht ganz cool aus. Schafgarbe wird hier gerade destilliert. Und du siehst also, dieser hier, der ist schon ziemlich voll. Ah, siehst du das? So. So. Und du siehst, dass hier immer so noch was dazukommt. Also das Ganze ist die ganze Zeit in Bewegung. Hier im Hintergrund ist der Monitor. Du siehst, da sieht man die ganzen Temperaturen, die ganzen Dampfdrücke, alles, was da so abläuft, damit Gary wirklich auch eine Ahnung hat, was hier abläuft, wenn er nicht da ist. Und hier ist noch ein anderes Öl. Hier ist ein harzigeres Öl. Und hier an der Seite sind nochmal andere Öle. Ganz viele Farbenbilder. Also verschiedene ätherische Öle haben verschiedene Farben. Und hier siehst du wieder eine andere Farbe. Hier siehst du nochmal die ganzen Kessel. So, und das ist die Destillerie. Also so werden ätherische Öle destilliert. Das wird hier selbst gemacht bei dem richtigen Dampfdruck, bei der richtigen Temperatur, mit der richtigen Zeit. Das ist je nach Pflanze. Ich zeige dir die ganze Farm hier nochmal, dass du einen kleinen Überblick hast und auch die einzelnen Pflanzen. Und um die ganzen Videos zu sehen, geh auf gesundefüße-gesunderkörper.de. Da findest du alle Videos. Hier ist Frances Herdes und wir sehen uns im nächsten Video.